So, liebe Leute, willkommen zurück zu Sunken Land. Wie beim letzten Mal schon angekündigt, würde ich jetzt vorschlagen, wir bauen einmal die Basis ein bisschen aus. Ich habe mal den alten Grill hier abgebaut, weil das nicht mehr von Nutzen für mich ist. Das hier hinten ist wesentlich effektiver. Jetzt schauen wir mal eben, was haben wir denn alles dabei. Das ist okay, wir müssen eh was essen. Das können wir damit machen. Und dann, warte mal, was haben wir hier? Hunger 35. Diese komischen Ramennudeln, ne? Ja, wir nehmen mal die Erdbeeren, das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Dann nehmen wir das Vogelfleisch und hauen den Fisch hier noch eben rauf. Genau, okay. Ja, hier haben wir natürlich wesentlich besseres Zeugs. Rüstung plus 18. Was sagt denn mein Helm? Plus 15. Und einige von euch haben geschrieben, die Gasmaske, die kann man separat zum Helm sich aufsetzen. Jetzt muss ich nochmal eben schauen. Hier sogar. Tatsache. Ah, jetzt bin ich auch richtig schön. Und das Ganze hat nochmal hier Rüstung extra. Sehr schön. Ja, dann kam das Thema auf, warum man hier so ein Metallregal nehmen sollte, weil da kein Platz ist. Sehe ich genauso. Also ich finde das völlig unnütz, ehrlich gesagt. Da passt super wenig rauf. Weshalb ich das jetzt auch abreiße. Und ich brauche nämlich Metall für die Basis. Gib mal alles, was wir haben, denn davon finden wir wirklich immer jede Menge. So nämlich. Und jetzt schauen wir mal, ob ich das Ganze von hier oben machen kann. Ach so, wie ging das eigentlich? Ich kann doch hier auch so einen Boden richtig bauen, oder? Was ist denn verstärkte... Okay, das ist Eisen. Na gut. Ah, hier. Fußbodenplatte europäisch. Farbe und Holzplanke. Wir probieren das mal. Farbe ging wie nochmal? Das war die chemische Substanz. Ups. Damit wir es mal probiert haben. Bauen. Ah ja, das setzen wir direkt drauf. Ach, schön. Ja, wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Warte mal, ach, das haben wir jetzt noch. Das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Holz und dann können wir davon noch mehr herstellen. Das finde ich schon mal gar nicht schlecht. Das macht es ein bisschen schöner. Und sieht ja nicht mehr ganz so Mad Max-ig aus. Aber jetzt bauen wir erstmal ein paar Fundamente, damit wir hier... Ah, super. Das klappt. So, ich schätze, das reicht für den Moment. Das reißen wir mal ab. Und das hier, genau. Warte mal, nee, den reiße ich nicht ab. Einpacken. Und den können wir ja dann ohne Probleme hier wieder hinstellen. Obwohl, warte mal, das ist Quatsch. Die Wände werde ich da wahrscheinlich auch rausnehmen. Dann machen wir das mal dahin. So nämlich. Dann machen wir das einmal so. Das kann einmal hier rüber. So nämlich, genau. Zack. So, das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Dann bauen wir ein paar schöne Wände. Dagegen habe ich keine Einwände. Würde allerdings sagen, so ein kleines Fenster hier. Dadurch, dass es hier keinerlei, wie ich schon sagte, Stürme oder irgendwas gibt, zumindest noch nicht, muss ich mir da keine Sorgen drum machen, dass ein Fenster irgendwie ein Nachteil sein könnte. Und jetzt haben wir das soweit erstmal. Oh, und es klingt auch anders tatsächlich. Gut, also holen wir gleich ein bisschen Holz und machen noch ein paar Bodenplatten. Naja, das ist doch was. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal sagen, ist so ein Dach nötig oder, weil
bisher habe ich nicht den Eindruck, dass das irgendwie einen großen Unterschied macht. Das kostet halt Materialien, sieht ganz nett aus, ist am Ende des Tages aber dunkler. Also weiß ich nicht, ich würde es jetzt gerade mal so lassen. Wenn es eh egal ist. So, was kann dann rüber? Genau, die Umzugskiste können wir hier wieder hin. Das nehmen wir wieder. Und ansonsten hauen wir das Zeug mal rüber, das hier ebenfalls. Los geht's! Zack, die tauschen wir. Super, okay, Rüstung ist soweit repariert. Jetzt schauen wir hier nochmal rein, Rüstung plus 18. Sagt unsere Rüstung plus 9. 2 Stoff, 1 Eisenbarren, das haben wir da. Dann erforscht das mal. Drei weitere Eisenbarren. Haben wir denn noch ein bisschen? Ich glaube, Eisenerz war so ein bisschen das Problem in der letzten Folge. Ne? Das kam. Es neigte sich dem Ende. Dann hauen wir das erstmal rüber. Nehmen wir mal die Lampe. Ach nee, da ist noch keine Batterie drin. Genau, dann belassen wir es erstmal dabei. Das ist okay. So. Wir trinken was davon. Wir essen das. Wie spät haben wir es? 16. Wir ziehen doch mal los, looten ein bisschen. Was haben wir hier? Gummi. Oh, hier ist sogar noch ein bisschen was drin. Sehr gut. Hau das erstmal da rein. Dann schauen wir mal, ob wir uns hier ein paar Feinde machen können. Ah, das sind mir fast schon zu viele. Ah ja, jetzt kommt die Deckung. Okay. Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Erstmal die erwischen, die hier tatsächlich eine Schusswaffe haben. Der da hinten, glaube ich. Ach nee, da oben. Na, so richtig genau ist die Waffe nicht. Nee, so gar nicht. Überhaupt nicht. Dann zeig mal her hier. Ah, Mist. Wo seid ihr? So, alle tot. Gib mal ein bisschen Vogelfleisch, dankeschön. Vogelfleisch und Stoff haben sie meistens dabei.
Und da wollte ich euch gerade überfallen, ey, und dann macht ihr sowas. Das ist natürlich frech. So, wir schauen mal kurz. Munitionswerkbank. Ich brauche 2 Kupferbarren. Habe ich irgendwelche Kupferbarren? Ansonsten lassen wir das erstmal kurz mit dem Ding. Weil einige von euch haben auch geschrieben, die Sachen eintauschen gegen die Münzen. Was natürlich Sinn macht, aber darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Ich nehme jetzt erstmal mit, was da ist. Ich denke mal, der nächste Überfall wird ja jetzt nicht stattfinden. Wir schließen in 5 Minuten. Nein, bitte nicht. Kleinen Moment. Ich habe noch was zu verkaufen. Ja, yeah, alles klar. Okay, hör zu. So, 150. Great stuff. Wir nehmen mal... So. 15. Dekoration. Erheblichen Gewinn, 15. Ist es auch nur eine Dekoration hier, das Zeug? Ja, komisch. No Deal, nicht genug. Ein bisschen mehr, nicht schlecht, so. Ja, komm. Let's go. 25 Silbermünzen, dafür bin ich den ganzen Krempel hier los. Nee, okay, das passt erstmal. Tschüss, die Dame, bis bald. Ja! So, dann hauen wir uns erstmal hin, wenn denn Schlafenszeit ist. Es ist immerhin schon 19.80 Uhr. Und dann... schauen wir mal, was der nächste Tag bringt. Wie gesagt, ein bisschen looten müssen wir. Wir brauchen Kupfer und Eisen. Und natürlich allerhand anderes Zeugs. Sehr angenehm bisher auch, es muss kein Feuer brennen, damit ich schlafen kann oder sowas. Das trinken wir mal. Dann essen wir ein bisschen was, das können wir auf den Grill hauen. Und dann nehmen wir uns mal die Erdbeeren mit. Jetzt haben wir es. Genau, looten wir mal, was wir kriegen können. So, wollen wir die Jungs da jetzt weiterhin überfallen? Viele waren es nicht mehr und die meisten von denen, bis auf den einen, hatten jetzt auch keinerlei Fernangriffswaffen mehr. Also nur noch ihre Speere oder Schwerter oder was sie haben. Wir schauen mal, wenn sie nicht denn gerespawnt sind, das kann natürlich sein. Ja, sieht fast danach aus, ne? Ja, nee, dann lasse ich's. Dafür ist mir die Munition auch zu wertvoll. Und ich brauche Kupferbarren, um diese Munitionsbank zu bauen und dann kann ich da mir Sorgen machen, wie ich Munition herstelle, aber jetzt im Moment... Oh. Halt, stopp.
Jetzt bin ich interessiert. Was haben Sie für mich? Ist auch immer das Gleiche drin, glaube ich, ne? Hier gibt es super viel Metall. Danke. Ah, wie cool das aussieht. Also von dem, was ich erkenne. Ist schon sehr dunkel, aber ich will mich nicht beschweren. Ach, wie gut. Oh ja, Polizeiauto, komm. Gib mal was. Sehr schön. Waffenteile, super. Pistolenmunition. Die haben ein Hotel. Ah, das haben die schon gut gemacht. Geht's hier auch rein? Wie komme ich in ihr Hotel? Hallo? Ich habe reserviert. Bestimmt von oben, ne? Oder gar nicht vielleicht? Hier. Lobsterhut, Rüstung und so weiter kann ich bestimmt auch verkaufen, aber im Moment belassen wir es mal dabei. Schauen mal weiter. Die Flasche ist gleich leer. Strunz hier. Oh ja. Ja, ja, dafür bin ich hier. Oh Gott. Kaputtes M14. Verband nehme ich gerne. Kaputte Militärweste haben wir bereits. Und hier haben wir nochmal Schwarzpulver. Wenn nicht, kehre ich gleich erstmal zum Boot zurück. Oder wenn nicht sogar komplett zurück zur Basis, um das alles zu droppen und die Flaschen aufzufüllen. Denn hier scheint es ja noch ein bisschen was zu geben. Vielleicht auch nicht. Ja, da kann er nicht durch. Schade. War's das? Hier geht's durch? Auch hier geht's nicht durch? Doch. Okay. Haben wir noch Platz? Haben wir. Sehr cool, das Stadtzentrum. Ja, dann machen wir das mal. Füllen wir die Flaschen auf, laden alles ab und schwimmen nochmal los. Ich überlege gerade, was könnte man eigentlich machen, oder? Das Floß einnehmen und dann eine Brücke rüberbauen, dass das so eine gigantische Base wird. Ich glaube, im Anfangsscreen steht irgendwas mit 30.000 Bauteile sind möglich. Aber ich weiß nicht, ob das auch schon die gebauten inkludiert. Also schwer zu sagen für mich. Aber 30.000 wäre natürlich ein bisschen was. Stoff geht rüber. Hier wäre so eine Funktion von wegen, was schon in der Kiste ist, von mir einlagern. Perfekt, weil dafür ist das absolut gemacht. Warte mal, was hatten wir hier? Das sind die Wertgegenstände. Die können erstmal rüber. Hier können die Münzen her. Das hätte ich gern da.
Genau, und hier haben wir diese Sachen. Schrotmunition. Ach, Militärweste und Armeeweste sind nochmal zwei verschiedene. Okay. Pistolenmunition brauche ich, Gewehrpatronen ebenfalls. Die Pistole haben wir dabei. Ob ich die hier tatsächlich brauche, weiß ich gerade nicht. Ich würde fast sagen, wir bauen nochmal eine Kiste. Hier. Da machen wir dann das nochmal rein und diese und dann verliere ich die Desert Eagle nämlich auch nicht. Genau, sehr schön. Das kann rüber, das ist zur Versorgung. Ein bisschen Wasser nehmen wir jetzt zu uns. Lungenfunktionsbooster kann auch nicht schaden. Sehr schön. So, die Flasche füllen wir auf. Und dann gehen wir nochmal runter ins Stadtzentrum. Nicht unbedingt in dieses Hotel nochmal, aber einfach unten, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel da eigentlich ist, wie viel es da zu looten gibt und so. Und dann hoffe ich, dass ich da irgendwie auch ein paar Ärzte finde. In einem Ärztehaus oder so. So. Okay. So. Gucken wir mal, was haben wir hier noch? Hier gibt es bestimmt elektronische Teile, ne? Oder nichts? Doch. Der Sound. Super, nichts weiter, auch nichts. Der Ampel, kann ich die looten? Schade. Ja, Metall ist gerade nicht so das große Problem. Ich will mal lieber schauen, dass ich irgendwas finde, was vielleicht so ein bisschen seltener ist. Damit wir da die besseren Ressourcen bekommen. Hier zum Beispiel. Oh, hier waren wir schon. Das ist das, aber dann habe ich das hier vergessen. Nichts weiter.
Wie, da geht's auch nicht rein? What? Okay. In erster Linie Metallzeugs und so. Ich glaube, hier komme ich auch nicht rein. Kann es das schon gewesen sein? Möglich. Vergleichsweise wenig, aber vielleicht gibt es da oben noch ein bisschen was. Gehen wir nochmal hoch. So, hier drüben haben wir Menschen, glaube ich. Warte mal, in welche Richtung? Ah ja, okay. Das ist die Insel und hier ist jetzt wahrscheinlich Ende einfach. Da ist auch nichts mehr zu sehen. Ich vermute mal, da kommt man dann an eine Wand oder sowas. Na, das... Da werden zu viele sein. Das werde ich mit so wenig Munition lieber mal nicht machen. Ferne Insel. Sklavenhändler. Kann ich denn Sklaven kaufen? Oh, die haben hier aber Eisen. Das ist mir zu riskant. Das ist mir zu riskant. Gib mal lieber die Munition hier. Wir nehmen mal die Dinger hier, verwenden. Tauchzeit verlängert. Ich habe weniger Zeit. Was ist das denn? Cool, danke. Okay. Ich habe es nicht verstanden. Verlängert vorübergehend die Tauchzeit. Die ist original halbiert worden, als ich es genommen habe. Vielleicht muss ich die vor dem Tauchen nehmen. Schade. Gut, aber wenn auf der Insel Erze sind, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass die auch hier unten sind. Party los. Tauchzeit verlängert. Das steht da auch die ganze Zeit, solange es geht. Den Eindruck habe ich jetzt auch, dass das durchaus verlängert ist. Das ist ja schon mal sehr angenehm. Aber die haben Erze drauf. Was haben wir denn hier drüben? Das ist das Floß, okay. Ja, das wirkt auf der Map alles so riesig, aber man kommt doch recht schnell irgendwo hin. Weiß nicht, gibt es ein Stealth-System? Ich schätze mal fast nicht.
Wie er gefallen ist. Schwer zu erkennen, die Jungs, ne? Alles graubraun hier. Da oben steht einer. Wo? Oh. What? Dieses Gewehr, ey. Komm mal her kurz. Komm mal raus, du Hampelmann. Ist er down? Ist er down, Jacke? Nix dabei, oder was? Das ist eine Frechheit. Ja, habe ich da gerade seinen Schatten gesehen? So, wir haben noch den Typen hier oben. Irgendwo da steht er. Es ist ein bisschen schwierig, wenn die sich nicht bewegen, tatsächlich hier irgendwas zu erkennen. Schallplatte. Da steht doch einer, oder? Da stand doch einer. So, und jetzt ist die Frage, drehe ich dieser Plattform hier den Rücken zu? Sehr gut. Nein! Oh. Warte mal, ich habe gesagt, wir sollen jetzt hier klicken. Und dann kommen wir da in der Nähe wieder raus. So viele sind es nicht mehr. Ja, Tatsache, okay. Was schaffen wir? Ich habe den jetzt nicht gesehen, wo der war. Der hat mich lange getroffen. Warte mal. Das war da hinten, oder was? Nee, da war das. Gut,
das Zeug holen wir uns wieder. Das sollte, ich muss es jetzt so schaffen. Wobei die Waffen, ja gut, müssen wir mal gucken. 3 Schuss haben wir hier, haben wir 5. Ja, das sollte gehen, aber. Wir rennen mal schnell hin. Nee, die sind alle respawned, oder? Sehe ich das falsch? Ah, ich sehe dich, komm mal her. Ein Schuss noch. Perfekt. Ich würde sagen, der stand irgendwo hier und konnte mir dadurch ganz gut in den Rücken schießen. Bauplan Jetski, blaue Ölflasche, moderne Stehlampe. Okay. Ich glaube allerdings, dass ich da nicht anders raufkomme. Wo ist der? Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Ja, warte mal, ich komme zurück. Wo ist dieser Typ? Und ich glaube, das ist auch der letzte da. Dann waren es insgesamt 7 oder 8, glaube ich. Aber der eine... Da. Nee, 2 sind's. Der eine ist da ganz außen. Da drüben auf der Seite. Der andere turnt darum. Ah, schlechte Idee. 3 Schuss. Ah, der ist hier drin. Das war's.
Oh, der Sound. Ich hätte es ganz gern gedroppt eigentlich, aber gut, machen wir es so. Ich sehe jetzt leider wirklich fast gar nichts mehr. Ich schätze aber mal, dass ganz oben noch einer ist. Also angeblich ist hier noch einer laut Musik. Zeug dabei. Also ich sehe niemanden. Kann natürlich sein, dass das jetzt ein Bug ist und die Musik nicht ausgeht. Kann auch sein, dass hier noch, da liegt einer. Irgendwo einer rumläuft, den ich halt einfach nicht sehe. Grünes Ledersofa, das ist mir sehr wichtig. Was ist mir nicht so wichtig jetzt gerade? Metallschrott, wie gesagt, dann nehmen wir lieber den Wein mit. Das Baumwolle. Wo ich gerade friere. Oh, es wird gleich wieder hell, also ist schon okay. Ja, weiß ich nicht. Zeig dich, du Schuft. Voll. Mein Boot ist da drüben. Das hatten wir bereits, genau.
Schauen wir mal, ob das jetzt vielleicht gleich verschwindet, der Sound. Bisschen was looten können wir noch. Ich nehme jetzt tatsächlich nur das wertvolle Zeug mit oder das, wofür Platz ist. Haben wir hierfür ein bisschen Munition gefunden? Ja, sehr gut. Ah, der Sound ist da. Ja, wird mal schön hell, dann kann ich hier auch ein bisschen was sehen. Weil wenn ich den letzten hier nicht erledige, habe ich natürlich das Problem, dass die anderen wieder spawnen. Also davon gehe ich jetzt gerade mal aus und ich hätte schon ganz gern. Sehr gut. Können wir uns nämlich die Daunenjacke machen und dann friert er vielleicht nachts nicht mehr so schnell oder so stark. Ja, weiß ich nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Wirkt ein bisschen wie ein Bug, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, ich war jetzt auch überall. Doch hier ist niemand mehr zu finden. Ich bin gern bereit. Ah, da bist du ja. Jetzt sollten wir es haben. Ja, ich komme hier leider nicht durch, doch. Ja, sehr cool. Latzhose. Armschutz. Das gilt dann quasi als Handschuh. Ist auch Rüstung plus 1. Ja, macht keinen Unterschied. Ein Fernglas haben wir schon. Ich habe ansonsten halt keinen Platz mehr jetzt zum Tragen, aber wir können ja jederzeit wieder herkommen. Befreit ist befreit. Und das war doch sehr spannend. Schön. Ja, macht schon Spaß. Ich habe gemerkt, das Gewehr, ich weiß nicht, ob es an der Entfernung lag oder was, aber das ist nicht so super genau, wie es sein müsste oder wie ich es mir wünschen würde, sagen wir mal so. Nee, warte mal. Das können wir ja mal so verwenden. Dann können wir den Käse hier mitnehmen. Und dann würde ich sagen, war das doch schon mal sehr erfolgreich. Warte mal, wo gab es denn jetzt diese... Warte mal, warme Jacke würde abgenutztes T-Shirt Rüstung 2, aber die wärmt mich halt. Ah, das machen wir gleich. Die Batterie müssen wir herstellen. Die Stirnlampe haben wir bereits. Okay. Cool. Dann geht's zurück. Ja, das hat zwischendrin, gerade wenn man so eine Base überfällt, hat das so ein richtiges Far Cry-Gefühl, finde ich. Also das fühlt sich, wer Far Cry schon mal gespielt hat, und ich finde Far Cry super. Ich weiß, das ist immer das gleiche, die gleiche Formel da irgendwie, immer Basen, Open World, das befreien, aber also wenn einem das klar ist und man sich damit abfinden kann, dann kann das auch durchaus Spaß machen. Das gleiche gilt für Assassin's Creed und so, das ist alles gleich immer. Aber auch das gleiche kann ja mal Spaß machen, immer wieder, also von daher... Verstehe ich ja immer nicht so ganz das Argument von Leuten, die sagen, es ist immer das Gleiche. Ja, stimmt. Ist es. Fußball gucken ist auch irgendwie immer das Gleiche. Oder, weiß ich nicht, Fast and Furious gucken. Oder, weiß ich nicht was. Also, wenn der Formel funktioniert, warum nicht die Grafik schöner machen, das Setting ändern und dann das Gleiche nochmal? Ich habe da gar nichts gegen. Solange in irgendeiner Weise ein Unterschied festzustellen ist, ob es grafisch ist oder Setting oder...
Weiß ich nicht was, habe ich da überhaupt nichts gegen. So, jetzt hauen wir erstmal das Zeug hier rein. Soweit, so gut. Die Schrotpatronen können rüber. Das kann dahin. Hier haben wir den Wein und das Zeug kann hierhin. Ist sehr gut. Haben wir noch Platz für die Handschuhe? Super. Holz und Stoff. Wir brauchen eh ein bisschen Holz. Dann holen wir uns mal was. Aber sehr gut. Die nächste Insel befreit. Eine Gefahr weniger. Auch wenn ich erwarte, dass der nächste große Patch, wenn der kommt, dass das dann behoben ist und dann da neue Feinde drauf können. Oder man muss irgendwas dafür tun, dass sie dauerhaft befreit wird oder so. Aber schön. Sehr gut. So, wie viele haben wir denn jetzt? 22. Die Earthberries nehmen wir mal noch mit. Schauen wir mal. Achso, die baut er direkt. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir ein paar Beete obendrauf auf unsere Dachfläche. Ich denke, hier ist es am besten. Was ist denn jetzt hier was? Das ist Erdbeere. Und das ist Baumwolle, glaube ich. Dann machen wir das Ganze mal so. Und hier schauen wir, dass wir die warme Jacke anziehen. Sehr gut. Warte mal, machen wir mal lieber so. Schauen wir mal hier kurz. Kampfweste, Wald, Armeeweste, taktische Weste. Stahlbarren habe ich noch nicht. Okay. Wie viele Waffenteile haben wir denn inzwischen? Wir haben 10. Oh, sehr gut. Warte mal. 10 davon. Ja, das Ding ist halt, ich finde unglaublich viel Schrotmunition. Hier habe ich jetzt schon 24 Schuss und hier sind es nochmal 23. Wir haben schon 47 Schuss, was natürlich irgendwie Sinn macht, jetzt die Schrotflinte zu machen. Ich bin eigentlich nicht so der große Schrotflintenspieler, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eher so für die Dinge hier. Wir schauen mal eben, was ich dafür brauche. Vielleicht habe ich auch gar nicht genug. Nee, Stahlbarren, okay, bei Schrot. Vielleicht löst das schon das Problem. Aber auch Eisenbarren habe ich nicht. Aber gut, dann weiß ich das wenigstens. Dann kommen die Waffenteile erstmal wieder rüber und das ebenfalls. Und dann ist das schon mal was. Schön, also ein toller Erfolg. Wir haben eine weitere Insel eingenommen und gutes Zeug gefunden. Wir haben ja sogar eine moderne Wandleuchte, das war mir sehr wichtig. Barrikaden,
Reifenstapel. Ach, um Schutz zu schaffen, okay. Ich hätte jetzt gedacht, wäre natürlich nicht schlecht, wenn man das Gummi, das man hat, wieder zu Reifen macht, damit man die so lagern kann. Aber okay, Schutz ist auch gut. Hier ein schönes Doppelbett oder so ein grüner Ledercouch. Finde ich gar nicht schlecht. Das muss schon sein in so einer Welt. Sägewerk, okay. Ja, dann schauen wir mal beim nächsten Mal. Ich brauche in jedem Fall Erze. Ich weiß, ich habe das schon diese Folge gesagt, aber wir müssen beim nächsten Mal auf jeden Fall Erze abbauen, damit ich hier Barren herstellen kann, damit wir dann in jedem Fall die Munitionsbank bauen können, weil ich brauche dringend viel Munition. Und dann eben, um auch weiter bauen zu können, weil... Was haben wir denn hier jetzt noch? Wir müssen ja noch forschen. Hier, das ist nur 2 Kupferbarren. Nicht mal die kann ich mir leisten. Und dann gehen wir auf Stufe 4 und das ist auch durchaus machbar. Die fortgeschrittenen Teile habe ich, glaube ich, auch schon alle da. Hier haben wir 6. Und hier haben wir 5. Dann liegt es eben auch hier wieder nur an den Barren und an den Erzen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Liebe Leute, das soll es gewesen sein für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.